Morgen. Der kleine Übergangsmoment. Sehr schön. So, jetzt sind wir schon fast auf 20 Teilnehmern. Sehr gut. Dann direkt die Bürostartzeit um 9 Uhr. Wenn noch einige die Kinder in die Kitas bringen müssen, können es auch mal 5 Minuten nach 9 werden. Ihr wisst das sicherlich. Je nachdem. Ich kenne das zur Genüge, wenn der Stadtverkehr mal wieder ein Schnippchen schlägt. Aber insofern wunderbar. Es sieht gut aus. Wir sind über 20 Leute. Ich würde sagen, wir starten. Herzlich willkommen in den DATEV KI Donnerstag. Ich muss sagen, hat die größte Neugierde bei mir natürlich geweckt aufgrund der Aktualität des Themas und weil ihr natürlich Dinge mitbringt heute, Erkenntnisse, die noch nicht mal eine Woche alt sind. Ihr habt das ja jetzt sehr lange vorbereitet, das Thema, und habt jetzt vor 6 Tagen, ne, am 23. Februar, habt ihr euren ersten Promptathon bei DATEV durchgeführt. Und das ist natürlich ein spannendes Thema für uns auch in der Corporate Learning Community, weil wir das am Ende April auch durchführen werden, diesmal im Zusammenspiel mit SAP. Aber wir wollen natürlich heute von euch mal wissen, wie ist das denn gelaufen? So ein Hackathon mit Prompting ist ja das Mischwort daraus, ne? Promptathon. Wie hat das funktioniert bei euch? Was waren die Haupterkenntnisse? Was habt ihr vielleicht sogar für kleine Projektimpulse gestartet? Wir sind da sehr gespannt auf das, was die Eva und der Matthias uns heute berichten werden und zeigen werden. Die Colearn-Seite selbst hat schon tolle Erkenntnisse versprochen. Da ist sehr viel Material, was man auch sich anschauen und nutzen kann. Ich poste gleich nochmal den Link in den Chat. Aber ich will gar nicht so lange vorreden. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid. The stage is yours und wir sind gespannt, was ihr vom DATEV Promptathon aus letzter Woche berichten könnt. Viel Spaß. Perfekt, vielen Dank. Genau, wir würden starten mit einer kurzen Vorstellung. Ihr habt uns wahrscheinlich am Montag ja schon mal beide kurz gehört, aber dass ihr auch noch mal wisst, wo ihr unser Unternehmen vielleicht einordnen könnt. Sehr Mein gerne. Name ist Eva Dahnhof. Genau, ich bin aus Learning, bin der Teamleiterin mit Fokus zum einen auf so Infrastrukturthemen, also das so technische und organisatorische Lauffähigkeit von all unseren Lernangeboten und zum anderen auch verantwortlich für den Bereich Lernangebote, Zielrichtung IT und Softwareentwicklung. Also alles, was wir da haben, von Kursen über Reskilling bis hin dann eben auch zum Thema KI, was uns einfach in dem Team, wie so viele Unternehmen, von 0 auf 100 irgendwie einmal beschäftigt hat. Genau, und in der Rolle sozusagen auch mit in der Organisation von Promptathon mit dabei. Und Matze ist so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, ist unser KI-Experte, unser Lern-KI-Experte, dankenswerterweise. Und gemeinsam haben wir eben den Promptathon letzten Freitag organisiert. Deswegen, Matze, gern auch noch ein paar Worte zu dir und dann zeigen wir euch, was wir da so gemacht haben. Genau, ich bin der Matze, der Eva hat schon richtig ausgesprochen. Teams nennt mich immer noch Matthias, aber sehr, sehr gerne Matze. Ich bin seit 2 Jahren bei DATEV festangestellt und seit so Vierteljahren hoffe ich darauf, dass KI endlich meine Arbeit abnimmt und arbeite darauf hin, dass durch das Prompt Engineering unter anderem ein Stück weit zumindest meine Arbeitsprozesse an die KI in Teilen ausgelagert werden können. Genau, so viel von mir, mehr zu mir und wie wir das geplant haben, dann auch später. So, Eva, du startest, ne, mit einem kurzen Input. Genau. Und grundsätzlich, wir haben ein paar Folien dabei, sowohl von so ein bisschen, ich würde gleich mal anfangen mit so ein bisschen Flughöhe und was haben wir insgesamt im Bereich Lernangebote KI, dann aber klaren Fokus auf das Thema Promptathon und haben da einfach relativ viel Input dabei, damit ihr euch vorstellen könnt, wie wir das vorbereitet haben, wie wir es durchgeführt haben, was unsere Erfahrungen waren. Aber gerne jederzeit natürlich auch Fragen von euch, dann können wir es so gestalten, dass es für euch auch irgendwie gewinnbringend ist. Genau, die Folie soll eigentlich nur sagen, was wahrscheinlich den Leuten hier im Raum allen bewusst ist. Generative KI ein wahnsinnig schnelllebiges Thema und ein Thema, was einfach uns auch als Unternehmen in vielerlei Hinsicht beschäftigt. Wir haben die DATEV KI-Werkstatt Richtung unsere Kunden relativ schnell auf die Beine gestellt. Das heißt, es sind einfach so ein paar Angebote mit generativer KI, die die Kunden in ihrer Arbeit unterstützen sollen, zum Beispiel bei Stellenausschreibungen oder auch bei formelleren Sachen. Das ist ein Prototyp, den wir haben. Natürlich beschäftigt es uns auch nach innen rein. Also wenn wir sowas wie GitHub Copilot anschauen oder auch Microsoft Copilot, wie verändert denn generative KI auch unsere Arbeitswelt innerhalb der DATEV als Unternehmen? Das merken wir einfach, dass das ein Thema ist, was relativ viel Fokus hat und wo auch bei uns unterschiedliche Gruppen oder Projektteams im ganzen Unternehmen sich mit der Frage auseinandersetzen. Also wir haben ein riesiges neues Projekt mit Generalize, so heißt es bei uns, gegründet, wo wir wirklich auch mit relativ viel
Power personeller Art das Thema uns anschauen, und zwar in verschiedene Richtungen, nach außen, Richtung unsere Kunden, also wie verändert sich die Arbeitsweise unserer Kunden als sozusagen sich Dativ, wie können wir als Dativ auch neue Geschäftsmodelle ausprobieren, und natürlich die Innensicht, was heißt es für uns in der Zusammenarbeit, und da kommen wir in Learning natürlich auch nochmal mehr ins Spiel, das heißt, den Fokus würden wir heute auch bewusst einnehmen, nämlich was heißt denn das für unsere Mitarbeitenden und für die Skills, die wir brauchen. Und da haben wir auf der nächsten Folie so ein bisschen versucht, die Angebote zu strukturieren. Das soll ich jetzt nicht erschlagen, sondern eher nochmal auch zeigen, was da für eine Dynamik gerade dahinter ist und wie breit das Thema zu fassen ist. Wir haben so ein bisschen zwei Ausrichtungen, beziehungsweise an sich sind es drei Dimensionen, wenn wir die Farbkodierung noch mit dazu nehmen. Aber wir haben es mal so ein bisschen aufgebaut. Ihr seht unten auf der X-Achse, also von links nach rechts, so ein bisschen Tiefe der Lernangebote. Also ist es eher was sozusagen, was für den Einstieg und fürs ins Ausprobieren kommen gedacht ist. Oder je weiter wir nach rechts gehen, wirklich auch für so Spezialwissen, also für Softwareentwickler oder Menschen, die wirklich in ihrer täglichen Arbeit da einfach einen anderen Tiefenbedarf haben. Das ist so die eine Dimension. Dann haben wir auf der Y-Achse von oben nach unten nochmal das Lernsetting unterschieden. Also ist es eher formell oder eher informell von der Ausrichtung her. Und dann haben wir noch die Farbkodierung, das sagt, gibt es das schon, das wäre blau, oder ist es sozusagen noch im Aufbau? Und das finde ich auch immer noch mal eine spannende Dimension, weil wir haben relativ viel in diesem Weiß, das heißt Sachen, die noch in so einem Idee- oder Konzeptionsstadium sind. Das zeigt einfach die Dynamik, die dahinter ist. Also es kommen ganz viele Ideen, ganz viele Vorhaben, das macht total Spaß, aber das zeigt eben auch, wie schnelllebig das Thema ist. Was ich auch immer wieder merke, wenn ich mit Matze spreche, also so die Herausforderung von heute ist Stand X aktuell, der ist morgen schon einfach gar nicht mehr aktuell, macht es natürlich, gerade wenn wir uns anschauen, wie baue ich denn da Lernangebote, nochmal total herausfordernd, weil wir eben nicht mit wahnsinnig viel Zeitvorlauf da konkrete Inhalte planen können. Genau, und wir schauen eben, dass wir möglichst alle Bandbreiten abdecken, also sowohl was das, die Tiefe des Wissens sozusagen oder des Skills angeht, als auch das Lernsetting, und auch, dass wir das Thema KI einfach in Dinge integrieren, die eh schon da sind. Also das Coding Festival zum Beispiel ist eine regelmäßige Veranstaltung, die sowieso stattfindet für unsere Softwareentwickler, und dass wir da halt einfach das Thema KI nochmal bewusst mit integrieren. Das ist so die eine Strömung, aber dann natürlich mit dem Promptathon oder auch mit einem Motto-Monat wie einem AI-April schauen wir, dass wir auch neue Formate schaffen, um dem Thema ganz bewusst nochmal ein bisschen Fokus zu geben. Genau, das heißt, ich würde jetzt auf den Promptathon, ihr habt ihn gerade schon gesehen, auch nochmal eingehen, und wir kamen auch so ein bisschen von der Folie, dass wir einfach gesagt haben, okay, da passiert wahnsinnig viel und es ist total schwer, sich da irgendwie alleine und ohne Ausrichtung oder Begleitung zurechtzufinden. Und deswegen haben wir gesagt, wir schaffen den Promptathon, haben da eben dieses konkrete Ziel, das heißt Hintergrundwissen und praktische Erfahrung mit generativer KI und Prompt Engineering sammeln. Das war das Ziel, was wir aufgerufen haben für den Tag. Und dementsprechend auch tatsächlich bewusst an alle Dativ-Mitarbeitenden gerichtet. Also es war auch ein Format, was ihr gerade ganz links gesehen habt, auf der Einordnung. Also kein spezifisches Vorwissen notwendig. Das haben wir ganz bewusst so gesagt, weil wir eben wollten, dass so gerade diese Berührungsängste vielleicht ein bisschen fallen. Also dass man wirklich einfach ins Ausprobieren kommt, ohne dass man vorher schon Erfahrungen gehabt haben sollte. Und was total schön war, wir haben dann eine schöne Startseitenmeldung vorbereitet, um gut Werbung dafür zu machen. Die ist bis heute, hat die nicht das Licht des Tages erblickt, diese Startseitenmeldung, weil der Promptathon mit 100 Personen ausgebucht war innerhalb von 48 Stunden ohne unsere Startseitenkommunikation. Wir hatten es ehrlicherweise in Viva Engage, also in Yammer, gepostet. Das ist aber erfahrungsgemäß jetzt bei uns nicht das sichtbarste Kommunikationsmedium, aber bei dem Thema, wir mussten eigentlich gar nichts tun. Der war ausgebucht. Mittlerweile, ich glaube, 60 Personen auf der Warteliste. Und wir schauen, dass wir noch drei mehr planen jetzt im Sommer. Also Interesse total groß, was ja richtig schön war. Und das hat man auch am Tag selbst dann gemerkt. Genau, das war so ein bisschen Rahmen. Und wie sind wir gestartet? Was war die Idee? Wir hatten jetzt ein kleines Video dabei. Dann habt ihr ein paar konkrete Eindrücke vom Tag. Und dann würden wir auch, oder würde Matze euch zeigen, was wir da eigentlich ganz genau gemacht haben. Genau. Ich habe es hier nochmal im Media Player vorbereitet, weil es sich in der PowerPoint manchmal aufgehangen hat. Dementsprechend, ich hoffe, ihr hört auch den Ton. Es müsste alles richtig eingestellt sein. Falls nein, bitte nochmal melden. Mit künstlicher Intelligenz Aufgaben lösen, die kreatives Denken und technisches Know-how erfordern. Leichter gesagt als getan, das aber steht auf der Agenda des Dativ Promptathons. Matthias, du bist unter anderem Moderator des Promptathons. Was ist überhaupt ein Promptathon? Ein Promptathon ist eine Veranstaltung, wo viele Menschen zusammenkommen und den ganzen Tag prompten.
es gibt einen theoretischen Input zum Thema Prompt Engineering und nachmittags ganz viel Experimentierräume, damit man sich wirklich aktiv und praktisch dem Thema Prompt Engineering und damit auch dem Umgang mit so Tools wie ChatGPT nähern kann. Wie häufig arbeitest du mit künstlicher Intelligenz? Ich arbeite inzwischen fast täglich mit künstlicher Intelligenz. Ich liebe es, neue Tools auszuprobieren und merke schon echte Effizienzgewinne im Alltag. Wie wichtig war es dir, den Promptathon als Veranstaltung zu unterstützen? Ich bin totaler Fan des Promptathons, weil es einfach die Möglichkeit gibt, leichtgewichtig die Themen wie KI kennenzulernen, Prompts kennenzulernen. Und ich muss sagen, allein das, was wir heute früh gelernt haben, das ist einfach schon so beeindruckend und wird so viel Effizienzgewinne bringen. Also das lohnt sich tatsächlich. Stichwort experimentieren. Was genau lernt man bei einem Promptathon? Beim Promptathon geht es, wie gesagt, zentral um das Prompt Engineering. Also man lernt das Formulieren von Eingaben für eine generative KI. Konkret unser Ziel sind Initialprompts, die man baut, mit denen man ein kleines GPT-Tool letztendlich bauen kann, was ein Problem löst, beispielsweise Brainstorming, Ideen, Retrospektiven durchführen oder in meinem Fall war das Beispiel Lerncoaching. Und was würdest du jetzt zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen raten, die aus Zeitgründen an dieser Veranstaltung nicht teilnehmen konnten? Ich würde empfehlen, meldet euch für eine der nächsten Veranstaltungen an. Das ist wirklich unglaublich, was man hier lernt. Wir hatten heute knapp 90 Kolleginnen und Kollegen hier und das ist einfach eine ganz, ganz tolle Dynamik. Also in erster Linie mal daran teilzunehmen. Man lernt wirklich sehr, sehr viel. Natürlich über ChatGPT, aber auch über die anderen Tools, die es da gibt. Und dementsprechend auf jeden Fall teilnehmen. Wie würdest du die heutige Veranstaltung in 3 Worten zusammenfassen? Oh, da müsste ich ja eigentlich erst ChatGPT fragen. Auch keine schlechte Idee. Inspirierend, begeisternd und wirklich zukunftsträchtig. Mit künstlicher Intelligenz auf. Genau. Das war ein kleiner Einblick und an der Stelle auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die ohne generative KI trotzdem in höchster Geschwindigkeit dieses Video produziert und geschnitten haben, damit ihr das heute auch im Rahmen dieser Veranstaltung sehen könnt. Und ich habe hier nochmal ein paar Impressionen des Tages zusammengefasst, wo man, denke ich, ganz gut auch die Atmosphäre beziehungsweise auch ein Stück weit schon die Struktur des Tages sieht. Es ging vormittags los im Plenum. Also das ist auch ein zentrales Learning, was auch auf der Seite nochmal mit aufgefasst ist. Es braucht schon eine Hinführung zum Thema. Also es ist schwierig, die Leute direkt ins Prompting rein zu schießen sozusagen, weil die Zielgruppe, die wir adressiert haben, einfach sehr, sehr heterogen war. Also da gab es Leute, die mussten sich die Tools neu installieren und andere Leute, die hatten da schon total viele Vorerfahrungen und so eine gewisse Hinführung, damit alle halbwegs auf demselben Stand sind, ist einfach notwendig an der Stelle. Das hier ist auch das Kernteam gewesen, was auch den Promptathon geplant hat. Also die Kollegin Katharina Lochmüller war da auch noch mit im Boot und wir haben das, glaube ich, uns total gut aufgeteilt. Kann ich auch später noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was quasi alles im Rahmen der Planung beachtet werden musste. Und für mich tatsächlich persönlich das Highlight, das zeige ich auch später, wie wir das gemacht haben, war die Bewertung und die Auswahl der Siegerprompts. Man sieht, das kennt man vielleicht vom Fantasy Football oder von den Playoffs beim Basketball. Da hat man wirklich ein Viertel, ein Achtel, ein Halbfinale und ein Finale gehabt, wo dann am Ende eben wirklich ein gegen ein Prompt angetreten sind und am Ende ein Sieger gekürt wurde. Das haben wir dann tatsächlich auch mit KI gelöst. Kann ich später auch in einer kleinen Live-Demo mal zeigen, wie das dann abgelaufen ist. War tatsächlich auch erfolgreich aus meiner Sicht. Das Motto stand so, der Tag stand so ein bisschen unter dem Motto: AI won't replace humans, but humans with AI will replace humans without AI. Das war so ein Teil der Hinführung zum Thema. Ich glaube, die meisten Leute, die hier in dem Raum sind, denen muss ich das nicht erzählen, was sich dahinter verbirgt, dass es eben schon so ist, dass die Entwicklung aktuell disruptiv ist und dass Menschen früher oder später, vermutlich eher früher als später, ein Problem haben werden, die das Thema links liegen lassen. Und unsere Haltung jetzt auch mit Blick auf den Promptathon war eben genau die, dass es durchaus sinnvoll ist, auch Tool-Debatten zu führen. Dass es sinnvoll ist, über GitHub Copilot, Microsoft Copilot, ChatGPT, ChatGPT Enterprise, Perplexity AI und
was es da aktuell im Markt gibt, diese Tool-Debatten zu führen und dass es auch notwendig ist, sich zu überlegen, welches Tool macht wann Sinn. Aber es gilt halt immer noch, a fool with a tool is still a fool. Also wenn die Leute, die hier hinterm Steuer sitzen, nicht halbwegs kompetent mit den mächtigen Tools auch umgehen können, dann fahren sie im Zweifel den Karren an die Wand oder in dem Fall in dem Bild den Karren die Klippe runter. Und das war so ein bisschen das Ziel vom Promptathon, dass wir die Leute, die da hinter dem Steuer sitzen, kompetent in dem Bereich aufstellen. Und da gibt es sicherlich verschiedene Stufen und verschiedene Entwicklungsschritte, die man gehen kann. Und für uns ist eben der Startpunkt das Prompt Engineering, was manche ja auch ein bisschen kritisch oder skeptisch beleuchten unter dem Aspekt, dass es Engineering, also ob es eine Ingenieurswissenschaft ist, ist wirklich eine Fragestellung, weil man tatsächlich auch im Rahmen von so einem Tag, ich habe hier mal die Agenda zusammengefasst, im Rahmen von so einem Tag ist es tatsächlich möglich, den Kern vom Prompt Engineering zu vermitteln. Und dementsprechend ist es sicherlich nicht so komplex wie Software Engineering, was ja wirklich eine Riesenwissenschaft ist. Und beim Prompt Engineering lassen sich aus meiner Sicht die zentralen Bausteine, die zentralen Fundamente und Grundlagen innerhalb eines Tages ganz gut vermitteln. Und ich glaube, man sieht hier an der Agenda ganz gut, wie der Tag so strukturiert war. Es ging los mit einem Impuls zum Thema generative KI. Dann ging es weiter mit Prompting, Spickzettel und Techniken. Das zeige ich gleich, wie das konkret ausgeschaut hat. Und dann haben wir uns den restlichen Vormittag tatsächlich Zeit genommen, die Challenges vorzustellen. Die Challenges haben wir uns vorab überlegt. Wir haben den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit gegeben, eigene Challenges aus dem eigenen Bereich mit einzukippen. Aber wir hatten insgesamt 9 Challenges vorbereitet und eine wurde eingekippt. Dementsprechend haben wir sehr viel von dem Rahmen vorgegeben, also dem inhaltlichen Rahmen, was zu bearbeiten ist. Genau, dann nachmittags ging es in die Gruppen und 2 Stunden war Prompting-Time und in dieser Prompting-Zeit war es eben das Ziel, einen Initialprompt zu formulieren, der ein Problem löst, was wir in den Challenges definiert hatten. Genau, und so ein bisschen durch diesen Tag würde ich euch jetzt halt einfach mal durchführen. Wir wollen das, wie gesagt, auch gerne interaktiv machen. Also wenn ihr Fragen habt, gerne in den Chat schreiben oder einfach entmuten und dann direkt reinfragen. Aber ich würde sagen, wir starten mal vielleicht da um 9.30 Uhr. Also was war da Inhalt? Womit habe ich sozusagen die Leute bespaßt? Und das waren letztendlich 2 Aspekte. Das eine war so ein kleiner Prompting-Spickzettel, also eine relativ einfache Struktur, wie man einen guten Prompt formulieren kann. Das werden die meisten hier kennen, eine Persona definieren, ein Ziel definieren und so weiter. Und der advancedere Teil, der kam dann ein bisschen später, waren eben diese verschiedenen Prompting-Techniken mit Persona angeben, Zielpersona, Ablauf der Ausgabe definieren und eben auch Rückfragen durch das Tool, die man stellen lassen kann. Und das Ganze habe ich eigentlich permanent an einem einfachen beziehungsweise auch einem komplexeren Prompt deutlich gemacht, den ich mal mit einem Kollegen gebaut habe, einem Lerncoaching-Prompt, um das einfach auch ein Stück weit greifbarer zu machen. Und meine These ist, es gibt ja irgendwie so Bundles und Pakete, wo man sich 20.000 Prompts für 67 € oder was auch immer kaufen kann. Und meine These ist, dass es in der Kombination mit diesen verschiedenen Prompting-Techniken auch möglich ist, eigentlich jede Form von Prompt, der irgendein Problem löst, zu formulieren. Genau. Also das war der Vormittag, das war die Hinführung zum Thema, der Spickzettel und die Techniken. Wir hatten das dann tatsächlich auch ausgedruckt und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur Verfügung gestellt und das auf die Tische gestellt. Das hat dann so ausgeschaut, dass wir einmal die Tools gezeigt haben und auch sichtbar gemacht haben, was die Tools können, was die Tools nicht können. Und gleichzeitig haben wir dann auch noch auf einem zweiten auf der zweiten Seite nochmal so einen kleinen Überblick gemacht, welches Tool ist für was geeignet. Und das wurde tatsächlich von den Teilnehmern als sehr, sehr hilfreich wahrgenommen. Also, wir halten fest, Input zum Start. Und nachdem der Input abgeschlossen war, das war auch das, was unsere Julia Bangert gerade als erfreulicherweise hilfreich wahrgenommen hat, nach diesem Input gab es dann die Vorstellung der Challenges und da würde ich jetzt auch noch einen kurzen Blick reinwerfen, was einerseits die Spielregeln waren, die wir definiert hatten für die Challenges.
Nämlich als konkrete Zielsetzung hatten wir eben das Formulieren von Initialprompt definiert. Wer schon mal mit diesen GPTs von OpenAI gearbeitet hat, der weiß, was sich dahinter verbirgt. Also ich kann ja beispielsweise bei ChatGPT sagen, du verhältst dich jetzt wie Lord Voldemort und agierst immer wie quasi der dunkle Lord. Und dann basiert quasi ja der gesamte Chat von ChatGPT auf diesem Initialprompt. Und diese Initialprompts kann man beliebig komplex machen. Ich habe auch ein paar Beispiele mitgebracht, was dann am Ende tatsächlich rausgekommen ist. Und das war konkret das Ziel. Also es war nicht das Ziel, irgendwie ewig lange Chatverläufe zu machen, sondern es war das Ziel, einen Initialprompt zu formulieren, der ein spezifisches Problem löst. Gruppengröße von 6 Personen hatten wir definiert. Ich glaube, die kleinste Gruppe waren 3 Personen. Die meisten waren in Gruppen von 6 Personen. Das hat gut funktioniert. Also kann ich an der Stelle empfehlen, dass das eine gute Größe ist. Die Gewinnerprompts, die wurden am Ende gekürt. Wie und welcher Prompt sich dahinter verborgen hat, das zeige ich dann später nochmal. Wir mussten natürlich einen Rahmen innerhalb DATEV angeben, der unter dem wir uns letztendlich auch orientieren müssen, weil wir da auch letztendlich einen Rahmen geschaffen haben, dass wir sagen, keine vertraulichen Informationen, keine Mitarbeiterinformationen, kein Quelle- und Business-Code, keine personenbezogenen Daten etc. Und der Aufruf war auch ganz klar, nutzt und testet gerne unterschiedliche Tools, weil auch das werden die Leute, die schon mal mit sowas gearbeitet haben, wissen. Derselbe Prompt bei Bing, bei GPT 3.5 und bei GPT 4 führt zu sehr, sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Das war, glaube ich, auch ein Learning des Tages, dass es nicht immer nur auf den Prompt ankommt, sondern auch auf das Tool, was man gerade nutzt. Genau, das hier waren die Challenges. Wir hatten eine sehr, sehr breite Zielgruppe. Wir haben auch vorab überlegt, machen wir es developer-spezifisch oder service-spezifisch und machen wir da unterschiedliche Promptatons für unterschiedliche Zielgruppen. Und rückblickend würde ich sagen, gut, dass wir es zum Start nicht so gemacht haben, sondern dass wir es auch geöffnet haben und eine sehr, sehr breite Zielgruppe mit reingenommen haben. Und man sieht hier eine Übersicht, was quasi die Challenges waren, die dann in diesen 2 Stunden Prompting Time bearbeitet werden sollten. Und das Coolste und was mich echt überrascht hat, dass da so viele Leute Interesse hatten, deswegen greife ich das nochmal spezifisch raus, ist die Challenge 9, Coding without Coding Skills. Da ging es darum, einen Prompt zu formulieren mit der Zielgruppe. Also die Zielgruppe für diese Challenge waren Leute, die nicht oder noch nie entwickelt haben, noch nie eine HTML-Seite oder Ähnliches programmiert haben. Und die hatten quasi die Challenge, eine Webseite, eine kleine To-Do-Listen-App zu basteln mit Hilfe von ChatGPT. Und es gab 4 Gruppen, also 4x6 Personen, die sich dafür interessiert haben. Und jede dieser Gruppen hat es nach 2 Stunden geschafft, teilweise sogar richtig ansehnliche Ergebnisse zu programmieren mit Hilfe von KI. Was finde ich auch ein cooles Signal ist. Ich weiß jetzt, die Rolle eines Softwareentwicklers wird jetzt nicht von heute auf morgen wegfallen. Aber es ist trotzdem ein cooles Signal, dass die Einstiegshürde, um sowas anzulegen, und das waren teilweise wirklich schicke Ergebnisse. Ich habe auch noch einen Screenshot von einer Anwendung mitgebracht, die waren wirklich ansehnlich an der Stelle. Genau. Und dann, also war quasi Prompting Time. Sie haben diese Challenges bearbeitet. Sie haben sich tatsächlich, wir hatten das so strukturiert, dass jede Challenge beliebig oft hätte bearbeitet werden können. Also wenn jetzt alle 95 Leute, glaube ich, waren da, den Onboarding-Prozess hätten machen wollen, dann wäre das in Ordnung gewesen. Dann hätten sie einfach ihre Post-its da entsprechend auf die Boards kleben können. Und dann wurden quasi die Challenges in den Gruppen bearbeitet und auf einem Concept-Board abgegeben. Und das war notwendig, weil wir dieses Concept-Board gebraucht haben, um quasi digital auf die Prompts zugreifen zu können. Und da würde ich jetzt mal sagen, dass ich aus der Präsentation rausgehe. Und bevor ich das in der Live-Demo zeige, würde ich vielleicht kurz den Raum für Fragen öffnen, falls es Fragen gibt oder Anregungen. Oder seid ihr so gespannt, wie das mit dem Bewertungsprompt gelöst wurde? Ein paar Fragen kamen schon. Ich habe versucht, perfekt, die dann schon per Text zu lösen. Aber von daher, wenn da was offen ist, trotzdem gerne nochmal sagen. Und eine Handmeldung haben wir aber auch. Und Florian, gerne. Genau. Hi, danke erstmal für den ganzen Input. Ich hätte eine Frage, ganz grundsätzlich zu dem Thema Prompting. Habt ihr das Gefühl, dass das Thema Prompting andere Schulungsweisen erfordert als, sage ich mal, andere IT-Tools und Co., die es quasi vorher gab? Weil es irgendwie so eine Mischung ist aus, sagen wir mal, mit Sprache programmieren oder Anweisungen mitgeben
Habt ihr das Gefühl, dass es dort ganz neue Lernkonzepte braucht und wo ihr deswegen auch so neue Formate wie den Promptathon gebaut habt? Oder ist das bei euch eigentlich ein typisches Format, wie man jetzt in diesem Hackathon-Format, wie man jetzt an neue digitale Lösungen oder sowas rangeht? Meine Haltung ist da relativ klar. Und wenn wir uns jetzt die Lernwissenschaft oder Ähnliches anschauen, dann sind aus meiner Sicht keine fundamentalen neuen Konzepte notwendig, um das Prompting zu vermitteln. Das Wichtigste aus meiner Sicht ist aktives Ausprobieren und Experimentieren. Und da ist uns eben aufgefallen, das fällt sowohl, wenn ich irgendwelche Impulsvorträge halte, hinten runter, dann kann ich irgendwie den Spickzettel oder diese Prompting-Techniken zeigen. Das ist cool, das nehmen die Leute auch auf, aber was es wirklich bedeutet, bleibt nicht hängen. Dann haben wir versucht, auf Basis von dieser Erfahrung ein Prompt Engineering Lab zu starten. Das war eine Stunde, eine leichtgewichtige Session in WDW. Gab es ja auch die Woche eine Session zu. Da haben wir gemerkt, das ist nicht ausreichend Zeit, um zu experimentieren. Und deswegen haben wir einfach einen längeren und größeren Raum gebraucht, um aktiv ins Experimentieren zu kommen. Und das eben auch wirklich im beruflichen Kontext zu schaffen, weil ich kann verstehen, dass viele Leute in der Arbeitszeit, in der klassischen, keine Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen oder ihnen vielleicht die Betreuung und Begleitung fehlt und dann in ihrer Freizeit das einfach nicht zwangsläufig machen wollen. Also nicht alle sind so KI-enthusiastisch wie ich oder Eva oder Katha. Und dementsprechend haben wir da genau diesen Rahmen geschaffen. Und jetzt aktives Lernen ist, glaube ich, keine neue Information, dass das ein relativ guter Weg ist, sich neue Dinge anzueignen. Und wie plant ihr dann, so ein Format zu skalieren? Also wenn ihr sagt, ihr habt jetzt 100 Teilnehmer, meint ihr, das kann man dann noch größer gestalten? Oder ist dann dort auch von der Teilnehmerzahl ein Limit erreicht und man muss einfach diesen Workshop wirklich 10, 20, 50 Mal machen, damit dann nach und nach quasi der ganze Ansturm von Mitarbeitern, die sich bei euch da gemeldet haben, dann auch quasi mitgeschult werden kann? Habe ich auch eine Haltung zu. Ich weiß nicht, ob du was dazu sagen willst, Eva, aber ich würde in zwei Richtungen antworten. Richtung 1 wäre, initial hatten wir überlegt, das auf 250 Leute größer zu machen, würde auch methodisch funktionieren. Da waren wir ein bisschen gebunden an die Räumlichkeiten tatsächlich. Und Haltung 2 ist, dass, also oder Hoffnung 2 eher, nicht Haltung 2, ist, dass jeder, der aus dem Promptathon rausgeht, so eine Art Wissensmultiplikator auch in die eigenen Abteilungen wird. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um das Wissen in die Abteilungen zu multiplizieren. Wir sind 8.700 Leute. Wenn jetzt den Promptathon bis zum Sommer noch 3-4 Mal machen, vielleicht einmal hybrid, vielleicht einmal größer, das müssen wir uns noch überlegen, dann haben wir da vielleicht schon was um die 400-500 Leute erreicht. Und wenn dann jeder davon so eine Art Wissensmultiplikator ist, dann glaube ich, dass wir das Wissen auch ganz gut in die Breite bringen können. Zusätzlich, die Eva hat es ja vorhin auch schon gezeigt, wir haben verschiedene Selbstlernmaterialien etc. Das Wichtigste ist aber halt aus meiner Sicht ausprobieren. Also da auch Tools zur Verfügung zu stellen, mit denen man mal prompten kann. Da haben wir jetzt bald hoffentlich Dativ-GPT, also ein internes Chat-GPT, wo man sich nicht für anmelden muss. Das ist dann, glaube ich, auch nochmal ein richtig großer Hebel, um einfach anfangen zu prompten. Super, danke schön. Marcel, eine Frage würde ich noch machen und dann würde ich weiter im Text gehen. Ja, vielleicht direkt daran anschließend, wie multipliziert ihr das? Oder habt ihr innerhalb des Promptathons am Ende auch drüber nachgedacht, wie das am besten multipliziert werden kann? Also ihr habt gesagt, ihr habt Selbstlernmaterialien, aber nun kann ja natürlich nicht jeder eurer Kollegen, der den Promptathon besucht hat, selbst auch einen Promptathon organisieren wahrscheinlich. Also wie stellt ihr das sicher, dass sie das Wissen dann auch gut weitergeben können oder welche Methoden sie am besten anwenden? Also berücksichtigt ihr das am Ende des Promptathons mit oder lasst ihr das völlig frei? Ich kann gerne mal kurz was dazu sagen. Also tatsächlich bei dem, das war jetzt ja ein Prototyp sozusagen, also auch, dass wir gesagt haben, wir probieren das einfach mal aus, auch wie es funktioniert. Wir waren wohl unklar, wie hoch ist das Interesse. Also hatten zwischenzeitlich auch mal Angst, dass wir vielleicht nicht 100 zusammenkriegen. Als auch, wie läuft es dann tatsächlich? Das war jetzt wirklich ein sehr schnell geplanter Prototyp und da haben wir es entsprechend auch offen gelassen. Also da ging es wirklich darum, probiert aus, macht Erfahrungen, schaut, was alles möglich ist. Und jetzt haben wir so Überlegungen in zwei Richtungen. Das eine ist, was man natürlich machen kann, sind eher so fachbereichsspezifische Promptathons. Also das probieren wir jetzt in HR selbst auch aus. Also wir im Personalbereich haben im März unseren eigenen Promptathon,
wo wir dann natürlich die Challenges auch inhaltlich auf unsere Tätigkeiten anpassen können, was ja schon mal automatisch für mehr Nachhaltigkeit sorgt, weil ich mir dann wirklich die Frage stelle, wie kann ich es in meinem konkreten Arbeitsumfeld irgendwie nutzen? Und da überlegen wir auch, dass wir danach so Recap-Formate machen. Also wir kommen nochmal zusammen, bilden irgendwie vielleicht eine kleine HR-KI-Community und gucken, wie können wir es jetzt konkret irgendwie umsetzen. Das ist so der eine Strang. Und dann das Thema Multiplikatoren, was Matze gerade schon angesprochen hatte. Das ist schon noch was, was wir uns so versuchen, ein bisschen übergreifend anzugucken. Ich glaube, wir haben es hier auch irgendwo, genau, KI-Champions ist hier auf der Folie ganz oben rechts, der Querbalken. Mhm. Die Idee, dass wir so eine Art Mini-Ausbildungsprogramm machen für dezentrale KI-Experten, weil das können wir auch ja zentral gar nicht leisten. Wir können natürlich KI-Expertise haben, wir können aber nicht zu jedem Bereich gehen und das da weitertragen. Und wir können vor allem nicht die Übersetzungsleistung in jedem einzelnen Bereich machen. Das heißt, dass wir schauen, dass wir so ein Netzwerk an KI-Experten dezentral in verschiedenen Bereichen sammeln, die dann so ein bisschen die Aufgabe haben, eben KI-Wissen einerseits zu haben und andererseits für die Übertragbarkeit in den jeweiligen Fachbereichen zu sorgen. Das wären so die zwei Richtungen, die wir gerade haben. Super Ansätze. Und Learning Circle Experience in Zusammenhang mit dem DigiCamp, wenn dann der Leitfaden da ist, wäre das auch noch ein Ansatz, oder? 100%. Absolut. Genau. Okay, ja. Cool. Sehr schön. Alles klar. Vielen Dank. Ich bin auch permanent, ich habe es mir hier, ich kann es mal zeigen, ich habe es mir hier sogar gebookmarkt und schaue immer mal wieder in diesen Lernus-Leitfaden rein und finde es cool, dass der permanent sich auch irgendwie verändert und weiterentwickelt. Also da bin ich maximal enthusiastisch, wenn das fertig ist. Cool. Dann würde ich mal so ein bisschen weiter im Text gehen und quasi das Nähkästchen ein bisschen weiter aufmachen, dass ihr da auch reinschauen könnt. Wir hatten einen SharePoint gebaut, erst zur Kommunikation. Das war das, was Eva vorhin gesagt hat. Wir hatten einfach nur diesen SharePoint geteilt und hatten dann innerhalb von 48 Stunden 100 Anmeldungen und mittlerweile auch schon verdammt viele auf der Warteliste. Wir haben es dann aus Gründen der Kommunikation, weil es eine reine Vor-Ort-Veranstaltung war, so gemacht, dass wir diesen SharePoint als zentralen Hub sozusagen, also Info-Hub hatten. Und bei uns kann man mit so Go-Links arbeiten, also da kann man dann Go-Promptaton eingeben und dann kommt man genau auf diesen SharePoint. Das hatte den Grund, dass wir dadurch, dass wir keine Online-Veranstaltung hatten, nicht alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Chat hatten, sprich wir konnten, wenn sie in den Arbeitsgruppen waren, nicht zeitgleich über einen Chat oder Ähnliches anpingen. Deswegen haben wir das quasi als zentralen Austauschpunkt gehabt und haben dann hier die wichtigsten Infos für den Promptaton mit aufgefasst. Einmal, was sind die Kriterien für die Bewertung? Es gab dann auch einige Gruppen, die relativ viel Energie aufgewendet haben, um den Initialprompt rauszufinden und sich weniger aufs Prompten konzentriert haben, sondern die unbedingt wissen wollten, was steckt da hinter dem Initialprompt. Und die Folien zur Verfügung gestellt, wo auch nochmal einige Informationen mit verfügbar waren. Und ganz zentral war dann eben das Conceptboard, wo wir die Prompts haben abgeben lassen. Also ihr könnt euch das so vorstellen. Vormittags-Input, dann Challenges vorstellen, dann sind sie in die Gruppen gegangen und dann haben sie gepromptet und dann war quasi 10 vor 15 Uhr, hier waren auf dem Conceptboard auch nochmal die Challenges aufgeschrieben, das kann ich vielleicht auch mal kurz zeigen, Retro-GPT meinetwegen. Wir hatten die Formulierung immer strukturiert in Aufgabe, Szenario und Anforderung und das quasi durchgängig durch alle Challenges entsprechend gebastelt. Genau. Und dann sind sie in die Gruppen gegangen, haben die Sachen gepromptet und man sieht hier, was entstanden ist. Also aus insgesamt 16 Gruppen sind 16 unterschiedliche Prompts teilweise zu denselben Challenges entstanden. Und die Gruppen hatten sich gefunden. Das haben wir methodisch so gelöst. Das war, ihr macht ja bei der CLC, glaube ich, einen hybriden Promptathon. Das wird, glaube ich, eine Herausforderung. Das war ein bisschen einfacher dadurch, dass es rein vor Ort war. Da konnten wir mit solchen Wänden arbeiten und jeder hat quasi zu den Challenges ein Post-it geklebt und unsere Aufgabe war es dann in der Mittagspause quasi aus den Post-its jeweils Sechsergruppen beziehungsweise manchmal Fünfergruppen zu bauen und die dann entsprechend den Räumen zuzuweisen. Also diese Zeit muss man irgendwie einplanen. Wir haben da tatsächlich 1,5 Stunden für gebraucht, bis quasi die Gruppen zugeteilt waren, bis dann in den Räumen die Anweisungen für die Gruppen lagen, also die Challenges etc. Genau, und dann wurde gepromptet und ich habe es vorhin schon kurz versprochen, dass ich das mal zeige. Also diese To-Do-Liste wurde mit diesem Prompt erstellt
Und das von Leuten, die noch nie irgendwas mit Softwareentwicklung zu tun hatten. Also das finde ich schon auch ein cooles Signal an der Stelle, was mit dem Tool möglich ist. Und ich glaube, das war Bing Chat oder Copilot, wie es mittlerweile heißt, mit dem die da gearbeitet haben. Also das war nicht mal eine Bezahlversion von ChatGPT. Genau. Und so sind zu jeder Challenge, ich kann mal ein bisschen drüber gehen, man sieht es dann ja auch in der Aufzeichnung, Triforce, die hatten das Retro-GPT, was ich gerade gezeigt habe, und haben da ganz viele Initial-Prompts gebastelt, die wir dann zum Abschluss gegeneinander antreten haben lassen. Und der Sieger war dann, wenn ich das richtig im Kopf habe, sogar Onboarding-GPT. Nee, ich glaube, der Prompt-Border war es. Ich glaube, das war der Sieger-Prompt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das würde ich vielleicht jetzt halt noch mal kurz zeigen, wie wir das gelöst haben. Und der Prompt, den wir da genutzt haben, also wir haben da ein GPT-Modell trainiert. Diejenigen, die eine Plus-Version haben von ChatGPT, die wissen, was sich dahinter verbirgt. Und diesem Modell kann man letztendlich zwei Prompts geben. Ich gebe mal Prompt Nummer 1 hier rein. Und Prompt Nummer 2, also wir haben die dann wirklich immer hintereinander antreten lassen. Wir machen mal die Schreibakrobaten rein. Das schickt man einmal ab. Und dann schicken wir das mal ab und dann startet quasi der Prompt-Challenger die Bewertung der jeweiligen Prompts. Und das fanden wir methodisch eigentlich ganz nett, weil es auch wiederum zeigt, wie man Prompt-Engineering methodisch für so eine Veranstaltung einsetzen kann. Und ihr seht jetzt hier, dass die definierten Kriterien, Kreativität, Klarheit und so weiter bewertet werden. Und man sieht auch jetzt hier wieder, dass unser Sieger-Prompt tendenziell ein bisschen besser abschneidet. Also dass vermutlich auch der hier das Rennen machen wird mit 10:9 bei Prompt Engineering am Ende. Und dann wird am Ende eine Gesamtpunktzahl berechnet. Und dann haben wir quasi mit so einem Play-Off-Sudden-Death-Verfahren die Prompts bewertet und am Ende auch entsprechend einen Sieger gekürt. Weil die Frage mal kam, inwiefern das Tool reliabel, also zuverlässig ist, würde ich mal wirklich einen sehr, sehr guten Prompt antreten lassen. Also das ist ein Schreibberater und einen sehr, sehr schlechten Prompt. Also mache mit mir eine Schreibberatung, weil das habe ich dann im Nachgang nochmal getestet, weil die Rückfrage häufig kam. Und tatsächlich ist es hier dann auch so, dass doch eine relativ große Diskrepanz festgestellt wird und der eindeutig bessere Prompt auch wirklich besser funktioniert. Also hier 7:3, dann Klarheit 9:5 ist erstaunlich viel, finde ich, für diesen Mini-Prompt. Das war in den Übungen bzw. Tests, die ich vorab gemacht habe, ein bisschen klarer. Da hatte der schlechtere Prompt dann teilweise auch nur einen Punkt. Aber man sieht trotzdem, alles in allem funktioniert das ganz gut. Und was sich dahinter verbirgt, das ist auch nochmal zusammengefasst, ist genau dieser Prompt, der jetzt auch in den Chat kommt. Den könnt ihr gerne verwenden, abändern, wie auch immer. Das sind die zentralen Informationen auch nochmal mit drin. Und das war tatsächlich methodisch für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, glaube ich, nochmal ein cooler Aha-Effekt, wo man gemerkt hat, ach, das kann man auch für genau sowas nutzen. Ist ja eigentlich ganz cool. Genau, und dann zur Dokumentation der ganzen Geschichte, weil wir ja auch wollen, dass das ein Stück weit nachwirkt, haben wir auch alle Prompts von Promptaton veröffentlicht und auch die Sieger entsprechend gekennzeichnet. Jetzt tatsächlich vielleicht auch mit dem Ziel, um eine gewisse Reflexion in den Abteilungen anzutriggern, dass es eben tatsächlich möglich ist, mit ChatGPT, DativeGPT, Probleme wie eine To-Do-App, die man sich programmieren lassen kann, wie Retrospektiven, die man basteln kann, wie Onboarding-Pläne etc. erstellt werden können. Also da sind wahnsinnig viele unterschiedliche Sachen entstanden. Und all das ist möglich und diesen Reflexionsprozess, den haben wir hoffentlich da jetzt bei einigen Leuten auch angeregt, dass die das im Hinterkopf behalten, dass es doch möglich ist, das ein oder andere Problem mit generativer KI zu lösen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir die nächste Frage und Impulsrunde. Ich kann theoretisch auch noch ein bisschen was zeigen, Eva sicherlich auch, aber euch gehen bestimmt viele Gedanken wieder durch den Kopf, die ihr teilen wollt. Ja, hier ist schon ganz viel los im Chat. danke auch fürs fleißige Beantworten, Eva. Eine Frage, die sich ergeben hat, natürlich die Herausforderung hybrider Promptatons, ne, was da besonders ist. Jetzt haben wir glücklicherweise auch den Gerd noch mit dabei, der von SAP-Seite den CLC-Promptaton mit organisiert.
Ihr macht das ja auf jeden Fall hybrid, ne? Wie stellt ihr euch das vor? Das ist bestimmt herausfordernder oder was seht ihr da für Herausforderungen auf eurer Seite? Weil ich glaube, Telekom hat das auch hybrid gemacht. Und ihr habt euch ja bewusst auch für On-Site hier entschieden. Also Gerd, vielleicht von deiner Seite mal, was sind die Herausforderungen, die ihr seht bei der hybriden Umsetzung? Und dann kann man mal kurz vergleichen und sehen, wie das von Datev-Seite gesehen wird. Ja, yeah. Also bei der Telekom bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, zumindest der erste Durchlauf war tatsächlich on-site. Okay. Aber grundsätzlich, also ja, ich meine, wir haben in den letzten Barcamps, die wir auch ja teilweise mit unterstützt haben, gute Erfahrungen mit einem hybriden Setup gemacht. Es funktioniert, es ist möglich. Deswegen haben wir gedacht, das schaffen wir diesmal auch. Wir wollen es zumindest versuchen. Genau, wir wollen da niemanden ausschließen. Ist klar, nicht jeder kann und darf reisen. Also jetzt vor allen Dingen bei einem Event, das eben nicht firmenintern ist. Ich meine, da gibt es auch schon Schwierigkeiten, aber übergreifend wird es natürlich umso schwieriger noch mit An- und Abreise und Budget und allem drum und dran. Von daher wollten wir diese Möglichkeit eröffnen. Unser Fokus liegt allerdings auf On-Site. Also wir hätten schon gerne möglichst viele Leute in Walldorf und herzliche Einladung an alle Interessierten. Also wir haben auch noch Plätze frei, sowohl On-Site als auch online. Könnt ihr euch das noch anmelden. Den Link kann ich gleich auch nochmal teilen. Und die Herausforderung, die wir jetzt konkret sehen im Vergleich zum Beispiel zu einem Barcamp, ist, dass wir es hier mit kleineren Gruppen zu tun haben werden und das wiederum dann Auswirkungen auf die Räumlichkeiten und die technische Unterstützung hat. Also beim Barcamp hatten wir es dann tatsächlich geschafft, dass wir für die einzelnen Sessions, die on-site angeboten wurden, auch die komplette technische Infrastruktur zur Verfügung stellen konnten, also Raummikros, Lautsprecher, Monitore etc. Das wird jetzt bei geplanten 10 bis 12 Challenges und beliebig vielen Kleingruppen in unterschiedlichem Setup nicht so ohne weiteres funktionieren. Deswegen ist die Haltung im Orga-Team im Moment so ein bisschen, wir wollen viele Elemente der Selbstorganisation vom Barcamp übernehmen. Das heißt also, Gruppen können sich selbst bilden, können sich den Challenges zuordnen, so ein bisschen wie ihr das am physischen Whiteboard mit Post-its gemacht habt. Genauso kann man sich das ja auch auf dem elektronischen Whiteboard vorstellen. Das ist im Moment so die Idee. Also da stehen die Challenges und dann können sich da eben Kleingruppen bilden. Wir haben bisher jetzt noch nicht konkret über Vorgaben für die Gruppengröße nachgedacht, aber ich halte so 5 bis 6 als Maximum für sinnvoll. Und das würde dann bei einer Teilnehmerzahl von insgesamt so 120, die mal Daumen, die wir anpeilen, heißen, dass wir pro Challenge wahrscheinlich mehrere Kleingruppen haben können. Ne? Und ja, die Haltung im Orga-Team ist im Moment so ein bisschen, dass wir, sag mal, den hybriden Setup für Kleingruppen nicht forcieren. Wir wollen es nicht unterbinden. Es ist möglich und wir werden alle darauf hinweisen, dass alle Teilnehmenden halt ein Endgerät mitbringen müssen, also ein PC idealerweise, Handy, Tablet ist eher nicht so geeignet und auf jeden Fall dann auch ein Headset, sodass also hybrides Arbeiten möglich ist. Und ja, wir werden dann sehen, wie es funktioniert und wie sich die Kleingruppen organisieren. Also ich denke, die Leute, die vor Ort sind, werden vermutlich versuchen, sich hauptsächlich auch in Gruppen vor Ort zusammenzuschließen. Aber wir wollen es auf jeden Fall ermöglichen, dass auch hybride Teams zusammenarbeiten können. Wir können nur nicht für jedes Kleinteam oder für jede Kleingruppe einen eigenen Raum mit eigener technischer Infrastruktur anbieten. Die Möglichkeiten haben selbst wir hier nicht mit unseren Trainingsräumen. Das ist ein bisschen die Herausforderung. Ne? Aber wir sind da optimistisch, dass das funktioniert und vertrauen auf die Selbstorganisation der Teilnehmenden. Wir sind da, haben ja diesen Muskel, haben wir jetzt mehrfach intensiv geübt. Sehr gut. Ja, vielen Dank, Gerd, für die Darstellung auch, was ihr da seht und warum ihr das trotzdem eben auch remote und hybrid umsetzen wollt und könnt. Vielleicht von euch, Matthias, ihr habt das wahrscheinlich, weil ihr, oder Eva auch gerne, weil ihr das ja zum ersten Mal auch prototypisch umgesetzt habt, habt ihr das bewusst erstmal gesagt, wir wollen sie erstmal vor Ort haben, ne, um auch zu verstehen, wie das Ganze, wie die Eigendynamik sich entwickelt und so weiter. Habt ihr das auch vor, dann eventuell in Richtung Hybrid voranzubringen oder ist das klar bei euch auf On-Site ausgerichtet? Ich glaube, da können wir beide drauf antworten.
Hybrid sind halt immer zwei Veranstaltungen, die man plant, vor Ort eine. Ich glaube, es ist weniger holprig von Start gewesen, wenn man es rein vor Ort macht und auch für die Teilnehmer tatsächlich besser gewesen. Plus DATEV, Jana wohnen die allermeisten im Umkreis Nürnberg. Ich glaube, wir müssen uns mal Gedanken machen, ob wir was hybrid anbieten für die Leute aus den Niederlassungen, dass sie einfach auch dran teilnehmen können. Aber jetzt hat für den Start war tatsächlich der Punkt, dass wir von ehemaligen Veranstaltungen, Learners Rocket Day beispielsweise, die Erfahrung gemacht haben, dass hybrid einfach wie zwei Veranstaltungen sind. Und das war so auch schon genug zu beachten in der Planung. Deswegen war das jetzt erstmal der erste Pilot sozusagen. Sehr ich glaube, ja. Ja, das ist in der Zukunft, das weiß ich nicht. Genau, ergänzen. Es hatte auch eine wahnsinnig schöne Stimmung vor Ort. Also schon auch dieses, dass es halt natürlich ein schönes Asset auch ist für uns, dass wir mal wieder so einen Raum schaffen, wo Leute sich wirklich begegnen, netzwerken können. Es ist einfach vor Ort nochmal einfacher ein bisschen, finde ich. Und da hatte ich auch das Gefühl tatsächlich an dem Tag, die Stimmung war wahnsinnig gut von Anfang an. Also die Leute waren, haben es auch total geschätzt, glaube ich. Das war schon ein bisschen mein persönlicher Eindruck. Und gleichzeitig haben wir die Herausforderung, dass wir Menschen haben, die irgendwo ganz dezentral sind, auch wenn das nur ein kleiner Teil ist von DATEV-Mitarbeitenden. Da hatten wir aber tatsächlich eher überlegt, dass wir dann was rein Digitales mal machen. Also entweder das eine oder das andere. Aber deswegen bin ich total gespannt auf die Erfahrungen, die ihr sammelt. Und genau, wie das bei euch wird. Von daher, ich glaube natürlich, das hat auch ein Nutzungsszenario, dass man es hybrid macht, weil dann kann sich jeder den Modus aussuchen, der für einen selber am besten ist. Wir haben uns jetzt halt für die Planung, für die einfachere Variante sozusagen aus Planungssicht erstmal entschieden. Ja. Aber das kann sich weiterentwickeln. Ich fände es natürlich auch toll, wenn vielleicht von euch jemand online oder so mit dabei sein kann zumindest oder auch vor Ort kommen natürlich. Dann kann man da auch sehr, sehr viel voneinander lernen, glaube ich, und auch eure Erfahrungswerte dann mit reinbringen. Also spannende Sache, dass ich das dann auch übergreifend vernetzen könnte. Okay, habt ihr noch weitere Fragen im Chat entdeckt? Ihr habt schon ganz viel beantwortet, ganz toll. Auch danke für den Prompt-Challenger direkt mit Eingabe, wie man das prompten könnte. Gerne mal ausprobieren. Ich hätte noch die Frage, wie geht ihr denn damit um, dass natürlich da auch DATEV-Daten eingebaut werden in ChatGPT und Co., die dann vielleicht abfließen könnten, weil das ist so ein bisschen auch bei uns die Herausforderung, dass die Tools natürlich erst freigegeben werden müssen, auch aus Datenschutz- und Security-Sicht. Wie können da Kundendaten auch reinwandern? Habt ihr das bewusst halt abstrakter gelassen, ne, dass da eben nichts abfließen kann? Oder ich weiß, ich bin da so ein bisschen die Risikoeinschätzung jetzt hier oder die Risikofrage, aber wie geht ihr damit um? Das wäre spannend zu wissen auch von eurer Seite. Ja, es ist ein Riesenthema. Vor allem auch DATEV ist Datenschutz insgesamt wichtig, ne? Und auch der Umgang natürlich mit solchen Tools nochmal besonders wichtig. Und dann arbeiten wir bei DATEV, wo ja Datenschutz eh nochmal per se ein riesiges Thema ist, berechtigterweise. Deswegen ist im Moment tatsächlich der Modus, dass man da nichts eingibt, was in irgendeiner Form vertraulich ist. Haben wir auch mehrmals gesagt und betont in all den Tools, die wir da gerade nutzen können. Das macht es natürlich herausfordernd, weil dann die Nutzung auch so ein bisschen auf einem abstrakteren Level ist, ne? Also ich kann halt noch nicht vielleicht full on das eingeben, was ich bräuchte, um es wirklich auch in meinen Arbeitsalltag zu integrieren. Das heißt, wir sind schon noch in so einem Ausprobier-Grüne-Wiese-Modus auf einer eher theoretischen Ebene an vielen Stellen. Ne? Also wir können es einfach, wir sind da noch relativ hart, dass wir sagen, halt nichts, was irgendwie nicht öffentlich zugänglich ist über DATEV, nicht da eingeben. Das ist im Moment noch die Haltung. Wir haben aber eben so ein Projektteam, was sich darum kümmert, dass wir da vielleicht ein eigenes Tool bekommen oder irgendwie eigene Nutzungsmöglichkeiten nochmal geschaffen werden. Das dauert aber noch, glaube ich, bis wir da einen Schritt weiter sind. Mhm. Vielen Dank. Jetzt hat sich Olaf gemeldet. Gerne, dann übergebe ich. Ja, ich wollte Eva da eigentlich nur unterstützen, auch in der Aussage gerade da sozusagen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir die Menschen abholen im Moment, sich da wirklich mit zu beschäftigen. Das eine ist das Sensibilisieren und das andere ist eben wirklich mal anzuwenden. Und ich glaube, in dem Status sind wir in der Masse, in der Breite der Mitarbeitenden. Und ich glaube, da geht es der DATEV nicht anders als anderen Unternehmen erstmal in diesem Status, weil eben genau diese Themen wie Datenschutz oder für was entscheide ich mich denn gerade? Bei uns ist auch Copilot in der Pilotierungsphase. Aber wir sind auch noch nicht fein damit, um zu sagen, okay, wir nutzen tatsächlich Copilot weiter. Ja, sondern es ist alles tatsächlich Use Cases finden damit. Was spricht dafür, tatsächlich so ein Produkt dann dementsprechend auch einzusetzen? Deswegen wollte ich Eva da auch nur Zustimmung geben und auch nochmal Matthias. Genau, das ist für mich die richtige Vorgehensweise. Super, ja. Danke für das ergänzende Feedback. Das ist jetzt von Atruvia-Seite, ne? Olaf, bei euch, ne? Genau. Okay. Gibt es vielleicht noch andere Erfahrungswerte
auch aus anderen Unternehmen. Natürlich von Gerd haben wir es jetzt schon gehört, von SAP-Seite, aber gibt es noch andere, die vielleicht nochmal ihr Feedback geben wollen, wie sie es einsetzen, die vielleicht auch schon Promptathon mal ausprobiert haben oder es vorhaben unmittelbar? Ist der Runde? Ja. Okay. Ah ja, Nicole, gerne. Und Florian dann. Super. Also wir planen auch eine größere Veranstaltung. Ich habe jetzt aber auch im Kleinen angefangen. Wir machen immer Promptuccinos. Also wirklich so 4, 5, maximal 5 Leute für eine Kaffeepause. Einfach nur, da kommen ganz oft die vorbei, die noch gar nicht was damit zu tun gehabt haben, die auch nicht bei YouTube irgendwelche Videos angeguckt haben. Wir testen sind bei uns auch in der Pilotphase für den Co-Pilot, den kann man bei uns nutzen, auch für unternehmensinterne Daten. Und dann kann man da mal ein paar Sachen durchspielen. Das ist so der erste Aufschlag und der größere Promptathon am Plan. Und finde es total toll, auch von euren Erfahrungen dann auch profitieren zu können. Danke, Nicole. Super. Florian hat sich noch gemeldet. Genau, ich hätte noch eine ganz andere Perspektive. Genau, ich komme aus einem Startup. Wir beschäftigen uns da auch gerade mit dem Thema KI-Adoption und KI-Learning vor allem. Und wir versuchen gerade diese ganze Learning Experience quasi in so eine E-Learning-Plattform mit reinzubauen. Und deswegen fand ich die Ansätze heute ganz spannend. Wir versuchen da auch, also diese Thema Prompt-Evaluierung dort mit reinzunehmen und dann quasi diese individuellen Aufgaben wirklich pro Abteilung und pro Person quasi wieder zu generieren. Wir nutzen da quasi generative KI immer auf der Meta-Ebene, also quasi, dass du deine Use Cases in deiner Company schon wieder mit generativer KI finden kannst, dass du quasi deine Aufgaben und deine Evaluierung wieder mit einem KI-Coach mit reingehst und die damit bewertest. Und bei uns kam es eben daraus, dass wir vorher diese Workshops einfach mit Arbeitsblättern gemacht haben vor Ort. Und dann hatten wir genau dieses Hybrid, diese Problematik. Wenn ich jetzt mal wirklich einen Haufen Leute in einem Online-Kurs habe, wie kann ich als Trainer dann auch sicherstellen, was die Leute alles eingeben, wie weit die mit den Aufgaben sind, wie das auch die Aufgaben irgendwo fitten und halt den Use Case treffen, womit sich die Leute beschäftigen. Mhm. Und ja, ich bin sehr gespannt. Wir sind gerade da noch in der MVP-Phase und bauen da quasi gerade die ersten Prototypen. Aber dann kann ich hoffentlich in der späteren Session dann von den Learnings dort berichten. Aber bis jetzt war es vor allem so, dass es online nicht mehr gut geklappt hat und wir die Erfahrung gemacht haben, dass wenn man eben auf irgendwelchen Slides einfach nur Prompting-Tipps zeigt, dass das überhaupt nicht hängen bleibt. Mhm. Und dass die Teilnehmer dann halt wirklich direkt die Möglichkeit haben müssen, irgendwie eine DSGVO-konforme Plattform zu haben, wo man dann auch direkt mit dem Workshop direkt sich die Hände schmutzig machen kann und dann auch nach dem Workshop direkt weitermachen kann. Also wir versuchen da quasi diese Brücke möglichst gering zu halten, damit, weil wir doch gemerkt haben, dass diese Verhaltensänderungen, dass man wirklich jeden Tag dann ChatGPT rausholt und das in seinem täglichen Alltag nutzt, dass das eine schwierige Challenge ist, da reinzukommen, dass man jedes Mal dran denkt, dann auch KI zu nutzen, wenn so eine Aufgabe kommt. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie nah man quasi Learning und Nutzung von diesen Plattformen, wie nah man die zusammenbringen muss. Also ob man nicht sagt, und gerade dieser schnell verändernde KI-Landscape, sage ich mal, wird es, glaube ich, super spannend, ob das quasi einmal Learning und dann nutzen wir ganz viel KI ist oder ob wir uns da eigentlich die ganze Zeit im Kreis bewegen und jetzt kommt dann OpenAI Sora raus mit den Videomodellen und dann brauchen wir eigentlich wieder die nächste Videosession, wie wir das nutzen können. Also einfach, wie wir das als Organisationen da schaffen, diese Brücken dort zu schlagen und auch wirklich alle immer im Unternehmen mitzunehmen. Und bei uns war es vor allem schon auch in den Trainings dann auch so ein Generationenthema, wo wir schon gemerkt haben, dass einfach Grundinteresse von den Jüngeren häufig deutlich größer ist, einfach zahlenmäßig, aber dass es genauso viele super gute Beispiele gibt, egal welchen Alters, wo die Leute sich da richtig reinfuchsen können in das Thema Prompts und dann richtig aufgehen und sagen, das ist so geil, das müssen wir unbedingt unsere Arbeit nutzen. Mhm. Und gerade bei so, sag ich mal, freiwilligen Veranstaltungen, wo es ja dann ums Initialinteresse geht, ist, glaube ich, spannend, ob man dann damit auch alle abholt und ob damit am Ende auch wirklich alle mal sagen, ich melde mich da jetzt freiwillig an und ich habe da Bock drauf. Mhm. Genau. Alles klar. Vielen Dank, Florian. Dann haben wir die Renate noch. Ja, hallo, guten Morgen. Ich wollte auch noch kurz zeigen, ihr seht es ja schon in meinem Hintergrund. Wir haben
tatsächlich diesen Monat einen Fokusmonat Artificial Intelligence ausgerufen. Vielleicht hat es der eine oder andere auch schon in LinkedIn gesehen, wo jede Woche praktisch ein Vorstandsressort sozusagen verantwortet und einfach mal darstellt, was macht das Thema KI mit uns und wo setzen wir das ein und wo wird es für uns einfach wichtig und wo müssen wir drauf gucken. Und da haben wir verschiedene Formate auch unter der Woche, MIG-Open-Sessions und Panel-Talks und keine Ahnung was. Genau, Riesen-Event und tatsächlich fragen wir uns jetzt gerade, wie schließen wir an diesen Monat an. Deswegen vielen Dank für die vielen schönen Ideen, die ich alle mitnehmen kann. Und vielleicht wird es dann auch ein Promptathon oder mal gucken, was dann die Anschlussformate sind, die daraus entstehen. Super. Sagst du noch kurz, bei welchem Unternehmen bist du, Renate? Bei Festo. Ah, bei Festo, alles klar. Super. Sehr schön. Spannend. Haben wir noch mal ein bisschen Überblick bekommen, wer alles so da ist, ne? Und wer solche Bestrebungen gerade hat. Genau, und das ist doch irgendwie, wenn ihr da noch Infos wollt, könnt ihr gerne auf mich zukommen. Dann. Sehr gut. Total schön, ja. Weil es doch irgendwie ähnliche Herausforderungen sind. Also tatsächlich der AI-April, das wäre sozusagen unser Motto-Monat gewesen, also ähnliche Idee. Total schön. Also finde ich spannend. Das sind doch irgendwie ähnliche Herausforderungen, ähnliche Lösungsideen, das anzugehen. Bin ich gespannt, was eure Erfahrungen sind. Also Olaf, ich kann schon mal teilen, wir haben wahnsinnig viele Anmeldungen auf diesen Monat. Also wir spielen das über unseren Campus. Wir liegen jetzt schon bei 9000 Anmeldungen über die 4 Wochen. Das ist echter Wahnsinn. Also es wird uns wahrscheinlich unsere ganze Statistik zerhauen. Also sieht man schon, es gibt Bedarf und die Leute haben auf jeden Fall mitbekommen und sind sensibel dafür, dass das ein absolutes Thema ist und dass man sich damit auseinandersetzen muss. Mhm. Vielen Dank, Renate. Danke, Marcel. Ich habe noch eine ganz kurze Frage an euch. Thema Führungskräfte, KI-Wissen für Führungskräfte. Also zu sagen, ihr habt jetzt ja einen Promptathon gemacht, ihr habt einen sehr prominenten Stakeholder im Unternehmen, der euch da immer begleitet, aber das Wissen, das KI-Wissen, dieses ganze Sensibilisierung, was eigentlich vielleicht bei den Mitarbeitern schon wesentlich weiter ist als bei den Führungskräften. Führungskräfte sagen ja immer grundsätzlich, sie haben ja keine Zeit dafür. Aber deshalb, wie ist das bei euch im Unternehmen angenommen worden? Oder wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr erstmal, also wirklich top-down, also komm, wir müssen erstmal den Vorstand abholen, wir müssen erstmal die Führungsriege abholen und gehen dann zu den Mitarbeitern. Wie seid ihr da vorgegangen? Ich würde sagen, es kam tatsächlich von beiden Richtungen. Also wir haben eine wahnsinnige insgesamt Fokus auf das Thema durch eben dieses riesige Projekt, was ich am Anfang mal angesprochen hatte, also was einfach neu gegründet wurde und was dann einfach schon eine klare Aussage von oben in dem Fall ist, zu sagen, hey, das ist ein Thema, was uns als Unternehmen wichtig ist und wo wir auch sagen, dass wir da erwarten, dass ihr euch damit beschäftigt. Und gleichzeitig kam das Interesse auch von allen Bereichen und allen Rollen. Also egal aus welchem Unternehmensbereich und egal welche Rolle oder Verantwortungsebene, kamen Menschen bei uns an, die sich damit beschäftigen. Das ist, glaube ich, die beste Kombi. Das wird von oben als wichtig gesehen und von den Menschen auch selbst. Und wir gucken schon, dass wir sowohl Richtung Selbstlernangebote, wir haben halt eine zentrale Landingpage, die heißt bei uns KI Lernen, wo wir für die verschiedenen Zielgruppen und je nach Lernmodus sozusagen auch bestimmte Lerninhalte empfehlen. Dann schauen wir auch bei den Führungskräften, dass wir in bestehende Formate das Thema mit einbauen. Also wenn jetzt eine Führungskraft neu ernannt wird, dann gibt es bei uns da so ein kleines Curriculum, dass wir da KI mit einbauen. Plus wir haben einen Prototyp Richtung bisschen ähnlich gelagert wie Promptathon, aber nochmal deutlich mehr Fokus auf Softwareentwickler-Skills, wo wir sagen, dass wir da die Führungskräfte punktuell mit dazu nehmen, weil die ja immer in einer Doppelherausforderung sind, zum einen selber sich damit auseinandersetzen zu müssen, damit sie irgendwie Themen einordnen können oder vorausdenken können. Und zum anderen natürlich auch Richtung Skillentwicklung der Mitarbeiter. Also welches Tiefenwissen brauchen denn meine Softwareentwickler zum Beispiel? Da muss ich ja auch irgendwie zumindest ein bisschen eine Ahnung haben, um da in einem guten Kontakt zu bleiben. Und deswegen wirklich Promptathon, aber im kleinen Format. Deswegen nennen wir es auch ganz bewusst Gen AI Hackathon, also nochmal anderes Wording, weil die Dimension eine andere ist. Wo wirklich ein Team, eine Woche, also auch anderes Zeitformat, ein Hackathon mit Prompting macht und die Führungskräfte punktuell dazukommen, so Review-artig, damit die zum einen als Team sich damit beschäftigen und zum anderen die Führungskräfte nochmal spezieller sich damit gesondert irgendwie auseinandersetzen können, weil das ist, glaube ich, schon nochmal eine Sonderrolle oder ein bestimmtes Level, was ich da in Skills können muss. Sehr spannend. Vielen Dank für den Input.
Ja, die Stunde ist vorbeigeflogen. 2:02. Wirklich hammertoll, den Überblick, den ihr uns gegeben habt, die Impulse, die wir mitnehmen konnten, dass ihr das auch so offen und transparent für uns gemacht habt. Ganz herzlichen Dank im Namen von allen, glaube ich, für eure Zeit, für die viele Vorbereitungen und die ganz brandneuen Erkenntnisse aus eurem ersten Promptathon-Experiment. Ich denke, damit kann man gut weiter vorangehen und das auch übergreifend weiter betrachten. Wie gesagt, unser CLC Promptathon dann Ende April. Der Link ist im Chat schon. Und damit würde ich sagen, schließen wir die Runde für heute. Vielen Dank an alle Teilgebenden auch, die sich so sehr intensiv und auch kommunikativ eingebracht haben, sowohl im Chat als